In dieser Folge seht ihr... Wir sind auf dem Weg zu unserem guten Freund Norman. Genau, der hat sich nämlich ein cooles Update für sein Haus geholt. Upgrade, Martin. Es heißt Upgrade, nicht Update. Ah, ja. Aber ist egal, wir fahren jetzt mal dahin und schauen uns das näher an. Moin. Hallo Martin. Hallo. Hallo Paul. Schön, dass ihr da seid. Ja, wir waren gerade in der Gegend, haben über deine Photovoltaikanlage gesprochen und das gewisse Extra. Genau. Und außerdem ist unsere Batterie gerade ein bisschen leer. Kannst du uns vielleicht ein bisschen Strom leihen? Na klar, kann ich euch ein bisschen Strom leihen. Ich habe eine Ladebox in der Garage. Kommt mit. Super. Ah, sauber. So Jungs, euer Auto sollte in einer Stunde wieder aufgeladen sein. Wie? Woher weißt du das jetzt? Hat dir das jetzt gerade das iPad gesagt? Ja, das hat mir mein Home Energy Management System, kurz HEMS, verraten. Dieses HEMS besteht aus einer Energiezentrale und einem Energieportal. Okay. Und übrigens, bei allen Solarangeboten von NVRM gibt es dieses HEMS jetzt gratis dazu. Cool. Das ist stark. Ja, hier fängt alles an. Über die Solarmodule speise ich den Strom in mein Haus ein. Mhm. Und über den Energiemanager kontrolliere ich und steuere. Es war noch nie so einfach, den Strom und den Verbrauch in meinem Haus zu kontrollieren und zu optimieren. Okay, und was genau passiert mit dem Strom? Also wo fließt er hin? Und was ist nochmal mit diesem Energiemanager? Mit HEMS muss ich mich quasi um nichts kümmern. Das Haus versorgt sich quasi von selbst, dank des intelligenten Energiemanagements. Ich lasse die Sonnenenergie für mich arbeiten und kann mich entspannen. Denn mein Energiemanager vernetzt intelligent meine PV-Anlage mit den Energieverbrauchern. Das ist quasi das Internet der Energien. Wow, das klingt wirklich total spannend. Ja, sehr interessant. Darf ich mal einen Blick auf das Tablet werfen? Ja, klar. Hier kann ich die Energieflüsse in meinem Haus anzeigen. Ich kann zum Beispiel festlegen, wie viel Energie in die Ladebox eingespeist werden soll. Abgefahren. Und was bedeuten die anderen Symbole da? Das ist zum Beispiel ein virtueller Speicher, eine Solarcloud. In der kann ich überschüssigen Strom speichern und bei Bedarf darauf zurückgreifen. Ich kann diesen Strom aber auch ins normale Stromnetz einspeisen und verdiene noch dabei. Wahnsinn. Martin, so ein Upgrade brauchen wir auf jeden Fall auch für zu Hause. Aber was machst du denn jetzt, wenn die Sonne mal nicht scheint? Ja, dann greife ich auf die Energie in meinem Haus oder in der Solarcloud zurück. Aber HEMS kann zum Glück auch in die Zukunft sehen. Zukunft? Wie? Wie so ein Orakel? Unglaublich. Nein, das hat nichts mit Magie zu tun. HEMS hat einen Wetterbericht implementiert und kann den Stromfluss im Haus in Abhängigkeit der Aussichten selber steuern. Guck mal, da ist auch die Ladeanzeige für unser Auto. Guck mal, der ist schon voll. Wahnsinn. Ja, dann stöpseln wir den noch ab. Ja,